Ich bin Melissa und ich kämpfe mit der Macht der Doppelschneebesen. Ich bin Feli und meine Rezepte sind unschlagbar. Und ich bin Felix und ich habe einen Bart. Willkommen zu den lustigen Küchenspielen Teil 3! Wir machen heute vegetarische Tacos. Und zwar kochen wir die zusammen, aber... Wir haben kleinere Wettkämpfe dazwischen und dort verdienen wir uns Medaillen. Und wir fangen direkt mit der ersten an. Wir müssen möglichst präzise 150 Gramm Mehl abschätzen. Damit wir anfangen können, müssen wir erstmal wissen, was die Schüssel wiegt, ne? Ja. 226 plus 150 sind... 376. Ja. Das heißt, wer am nächsten an 376 dran ist, hat gewonnen. Na dann mal los. Wer fängt an? Muss nicht. Okay, dann mache ich. Damit wir alle bei Feli abgucken können. Wehe! Ihr guckt nicht! Mist, aufgeflogen. Ja. Macht der ganz schön voll. Na? Na? 400. Das Kilo? Ich glaube, es ist zu wenig. Ich glaube, es ist zu wenig. Naja. Das wird genau richtig. Das ist so aufregend. Okay. Na dann. Feli hat bestimmt gewonnen. So. 359. Ah. Knapp. Ah, jawohl. Oh. 1 Gramm. Das wird genau richtig. Das ist so aufregend. Wow. Da hast du wieder umgesprungen. Aber es waren immer 300. Aber ich war echt ziemlich nah dran. Also ich verdiene eigentlich. Wenn es nachher noch mal knapp wird, kriegst du dann den Punkt, damit es fair ist. Na gut, dann machen wir jetzt unseren Teig. 150 Gramm Mehl hinein. Für unseren Teig brauchen wir noch 120 Milliliter Wasser. Und da ist auch schon die nächste Challenge, denn wir müssen diese 120 Milliliter von einem Gefäß in das andere umlöffeln. Wir haben aber nur 15 Sekunden Zeit. Heißt, wer als erstes alles geschafft hat oder wer das meiste drin hat, hat gewonnen. Auf die Plätze, fertig, los! Oh, bei mir geht alles wieder daneben. Ja, bei mir auch. Fail. Oh. Jus. Alle. Ah. Knappes Ding. Felix hat gewonnen. Felix hat gewonnen. Ich will die Medaille. Löffeltechnik. Unschlagbar. Lange geübt. Unser Löffelkönig, ne? Mhm. Bei der nächsten Challenge dreht es sich um den Teig. Und zwar machen wir den jetzt komplett fertig. Wir haben erstmal unser abgemessenes Mehl, dann für den Tortilla-Geschmack Maismehl, ein bisschen Backpulver, Buckety, 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 Buckety. Salz. Und jetzt könnt ihr eure Schüsseln schon mal holen, weil ihr habt genau das Gleiche. Es geht nämlich jetzt ums Kneten. Aber dann bin ich voll im Nachteil. Meine Hand ist voll klein. Meine auch. Dazu kommt nämlich jetzt noch Öl. Ein bisschen. Schwupp. Schwupp, schwupp und ganz heißes Wasser. Guck mal, wie sie es bei mir mit weniger Druck gemacht hat. Ihr ist es schon zur Hälfte zerknetet. Ja. Mit einer Hand kneten, wer als erstes den festen Ball hat, hat gewonnen. Aber mit einer Hand darf man festhalten, oder? Ja. Gut. 3, 2, 1, los. Nicht verbrennen, verbrennt euch nicht. Ah! Ich habe hier eindeutig zu wenig Flüssigkeit. Ein glatter Teig? Ja, wir brauchen noch Wasser. Stop, stop. Wieso muss ich? Das ist unfair. Na und? Sie holt Wasser für uns. Ja, sie hat aber das komplette Abgemessene. Also ich bin fast durch. Ja. Also ich bin durch. Ja, also wir sind fertig. Stop, fertig, da. Oh. Ja, das... Was denn? Das ist doch kein glatter Teig, spinnt hier. Wie soll man den ausrollen? Den kann man ausrollen. Teig. Da. Die sind halt alle gut, ne? Und ich war viel mit Wasserholen beschäftigt.
Ja, aber da haben wir ja auch nicht geknetet. Wie wär's, wenn keiner eine bekommt? Während unser Teig jetzt ruht, schneiden wir schon mal unsere Zutaten und hier kommt auch schon direkt der nächste Wettkampf. Wir haben hier Zwiebeln und wir müssen ein möglichst großes Stück von der Schale abreißen. Und wer das größte Stück hat, gewinnt. Und natürlich meinen wir mit der Schale so die erste innere Schicht, weil mit dem hier außen, da kannst du ja nichts Großes abreißen. Und ich nehme auch die kleinere. Du bist toll. Melissa hat die größte genommen. Mach ja, ich bin auch die kleinste. Ich war ja eben auch im Nachteil mit meiner kleinen Hand. Und wir reden von dieser Haut hier, davon müssen wir ein möglichst großes Stück abziehen. Messer sind erlaubt. Los geht's. Das ist einfach, ne? Ist schwerer als man denkt. Also ich habe noch eine Schicht unten drunter. Also wir reden jetzt auch von der oberen, ja? Ja. Ich weiß nicht, ob es gilt, aber ich habe sie komplett sofort schon runtergemacht. Sehr gut. Na, ich kann es ja eigentlich schon vergessen, weil ich die kleinere genommen habe. Dementsprechend bin ich eh raus. So. Aber sehr von dir. 1A. Boah, nicht schlecht, Felix. Ne? Sehr gut geworden. Ja? Ja. Ja. So, da kann ich jetzt Schiedsrichter machen. Melissa hat, gewonnen, Melissa hat ja schon hier die größere Zwiebel, deswegen hast du auch das. Und ich habe das alles oben und unten mit dran. Ich habe das abgeschnitten. Okay, okay. Ich gut, kriegst eine Medaille. War trotzdem sehr stolz auf mich, ja? Ja, ich bin auch stolz auf dich. Danke, Mann, das bedeutet mir was. So, jetzt können wir sie aber auch hacken. Wir brauchen noch gehacktes Chili und Koriander für unsere Tacos und deswegen gibt es eine Hack-Challenge. Wir wissen alle schon, wer gewinnt, aber wir versuchen es einfach trotzdem. Moment, Moment, Moment. Also, wen meint ihr? Ich finde, wir treten hier schon mit Handicap wir beide an. Ja. Ja? Also ich finde, du solltest auch ein Handicap bekommen. Warte mal, ich habe eine Idee. Wie wär's mit einem Pizzaschneider? Oder mit einem kleineren Messer? Geh mal da weg. Das macht sie auch nicht langsamer. Doch. Nicht du kriegst das kleinere Messer. Das ist das Handicap. Das macht keinen Unterschied. Doch, wir müssen noch Koriander aufteilen. Halt! Nein! Doch! Challenge nicht accepted. Das Messer ist gefährlich, sondern die Person, die es führt. Ich weiß, aber wenn das Messer kleiner ist, dann kann sie sich langsamer hacken. Ihr seid voll fies. Es macht keinen Unterschied. Doch, wir hoffen einfach, dass es einen Unterschied macht. Die kriegt auch mehr Koriander. Nee, jetzt reicht es. Nee? Doch. Muss ich jetzt beweisen. 3, 2, 1, los! Das ist ein bisschen wie früher bei mir beim Volleyball, wo ich mich dann einfach in der Schule bei der Turnhalle an den Rand gesetzt habe, weil ich schon wusste, das wird nichts. Ich finde, ich bin fertig. Puh, jetzt habe ich ein bisschen geschwitzt. Nächstes Mal kriegst du nur ein Buttermesser. Man muss tatsächlich sagen, und ich bin sehr neutral, weil ich habe nicht mal angefangen, seins ist wirklich sehr fein. Das sieht aus wie durch einen Mixer. Ja, da war ich ja noch nicht dabei, da wäre ich jetzt hingekommen. Ja gut, dann können wir noch mal weitermachen, bis dahin ist meins ja auch so. Yeah, du darfst dir eine Medaille holen. Ja! Bevor wir zur letzten Challenge kommen, bereiten wir jetzt erstmal alles vor. Wir starten mit der Füllung und zwar machen wir eine richtig leckere Pilzbohnenfüllung. Hilfe. Wir haben jetzt hier geschnittene Champignons. Die braunen. Wir können ja in der Zeit schon mal die Salsa machen. Und zwar sind hier kleine geschnittene Tomaten und dann die von uns so wunderbar gehackten Chilischoten mit dem Koriander. Betonung, das von uns wunderschön gehackt. Dann brauchen wir Salz und Pfeffer. Und dann ein paar geschnittene Zwiebeln. Der Rest kann gleich hier rein. Ah, na gut. Wer die Zwiebel nicht ehrt, ist den Knoblauch nicht wert. Richtig. Oh, apropos, Knoblauch. Eben. Hinein mit der guten Riecherei. Und dann gibt's hier noch einen Schluck Olivenöl. So was ähnliches wie diese kleine Salsa gibt es in Mexiko auch immer. Das heißt ein Pico de Gallo. Mm. Gibt's eigentlich an jedem Taco-Stand zum oben drauf machen, so viel man will. Und Guacamole. Mm. Yum, yum, yum. Hunger. Ein bisschen Salz und Pfeffer, bitte. Erst Pfeffer. Ja. Und Salz. Und dann ein bisschen Tomatenmark. Mag ich. Und wir haben hier Kidneybohnen, die sind schon abgetropft. Fluppidi flupp, flupp, flupp. Jeder darf ein Gewürz reintun, okay? Okay. Felix? Zimt. Kreuzkümmel. Und Oregano.
Oh, das war viel Zinn. Nein, oh, das war super. Das war die richtige Menge. Das war sehr viel Zinn. Nein, das ist genau richtig. Ich hole noch eine kleine Portion Zucker. Unsere Soße muss jetzt noch ein bisschen einköcheln. In der Zeit machen wir eine letzte Challenge, und zwar die Käsereibe-Challenge mit drei Lieblingsmomenten. Wir haben jetzt dreimal Cheddar, und diesmal geht es darum, wer den höchsten Käseberg macht. Oh. Nach dem Lieblingsmoment. Das heißt, wenn wir das abziehen, wer hat den höchsten Berg? Los geht's! Keiner hat gesagt, wie dick es sein muss. Ja, meinst du, das ist eine gute Taktik? Naja, ich hoffe darauf. Wie fein es ist, desto mehr geht die Masse nach oben. Okay, fertig. Nee, dauert noch. Nicht da oben reinwerfen. Hä, warum nicht? Gilt nicht. Wer sagt das? Also Leute, bald gibt's Abzüge in der B-Note, weil ihr so lange braucht. Bin fertig. Okay. Feli fängt an. Spannend. Fall zusammen. Ja, fall zusammen. Oh. Steckt ein bisschen fest, ja? Jo. Hört auf, so auf den Tisch zu ruckeln. Oh. Nein, 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 nein. Feli hat gewonnen. Aber so knapp. Das stimmt. Ja. Das ist auf jeden Fall eine Menge Käse hier. Ja, wir haben so viel Käse. Warte du nur. Nächstes Mal kommen Challenges, ja? Die sind dann für mich gemacht, wie Chilis essen und Zwiebeln essen. Zwiebeln essen. Und essen. Und essen und Bart haben. Wie wär's, wenn wir jetzt den Taco-Teig ausrollen? Ja! Na gut. Wir machen ganz kleine, wie in Mexiko. Seine Medaillen. Ba, 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 ba. Das ist das Läuten der Angeber. Oh Mann, hör auf, kann ich dafür. Hört ihr das? Hört ihr das? Da läuten die Angeber wieder. Bin besser. Ich hab's geschafft. So, rein damit. Genau, und zwar ohne Öl, einfach ja. So. Schwupp. Wenn man so eine coole Taco-Presse hätte, dann könnte man die schön rund machen. Das stimmt. Mir wurde meine Taco-Presse in meinem Flugzeug abgenommen, weil ich sie im Handgepäck hatte. Quatsch. Ja, aber... Jetzt ist aber die entscheidende Frage, warum hast du eine Taco-Presse ja. Im Handgepäck? Ja, weil ich zum Kochen gefahren bin. Ah! Macht nichts. Sieht jetzt ein bisschen aus wie ein käsiger Pfannkuchen. Wollen wir die so original wie in Mexiko so offen lassen und dann so drehen? Ja. Ja. Bitte. Ein bisschen was von unseren Pilzen. Und tatsächlich haben die Teller in Mexiko auch diese Farben. Nur, dass die Mexikaner noch eine Plastiktüte da drauf legen, warum auch immer. Was? Damit man nicht abwaschen muss. Ja, ich weiß, aber es ist total verrückt. Wollt ihr mitmachen? Ja. Ja, beim Essen. Spaß. Dass wir noch ein bisschen von allem sehen können, dass man nicht alles zudeckt. Ja. Oh, so schöne Farben, ne? Also ich sage ja immer, ne, wenn es bunt aussieht, schmeckt es auch bunt. Wie sieht's aus mit Jalapenos? Ja. Ja. Wusste ich. Flupp, flupp. Für jeden einen Limettenschnitz. Uhu. Ist das ein Tiki oder was? Hübsch. Oh. Well done, Leute. Wow. Dafür hätten wir eigentlich alle noch eine Medaille verdient. Tja, wie isst man das jetzt elegant? Gar nicht wahrscheinlich. Klappen und einfach rein. Cheers. Guten. Geil. Ich weiß, was auf jeden Fall schon mal gewonnen hat. Dieser Taco, der ist nämlich sehr lecker. Aber apropos gewonnen, wir hatten hier einen kleineren Wettkampf. Der goldene Edgar geht an Feli. Tada! Herzlichen Glückwunsch! Dankeschön. Aber mal ganz abgesehen vom Wettkampf, diese Tacos schmecken unfassbar lecker. Also macht die auf jeden Fall nach. Wirklich. Ja. Und wenn ihr sie gemacht habt, dann schickt uns gerne ein Foto unter dem Hashtag YumTamTam. Und wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst es uns gerne wissen mit einem Daumen nach oben und mit einem Abo. Das würde uns sehr freuen. Im nächsten Video gibt es Schoko-Karamell-Riegel und wir sagen Tschüss! Tschüss! Tschüss!